Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Battle-Runde Worms Revolution. Und die Karte sieht mal interessant aus. Voll zerklüftet. Ja, ich spiele mal wieder eine Runde gegen die KI auf der Schwierigkeit Profi. Mal gucken, ob ich das demnächst auch mal online hinkriege, dass das da alles so läuft. Und ich habe einen meiner Würmer umgetauscht. Aber erstmal muss ich gucken, wo ich mich hier hinsetzen werde. Die Karte ist ja ein bisschen... Naja. Ich setze mal da einen hin. Genau, einen meiner Würmer habe ich umgetauscht. Der gute Jeffrey Jefferson ist natürlich als Anführer der Truppe mit am Start, genauso wie der unschlagbare Fennec Fuchser und Phenomenal. Aber der Magiewurm, ne, ganz ehrlich, der ist mir in den letzten Partien andauernd als erster abgekackt. Und den habe ich ersetzt. Und gegen wen? Ja, das seht ihr gleich. So, aber erstmal. Die Kuh hier gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Ich setze mich mal relativ mittig hin. Die Karte ist echt ein bisschen tricky. Auf jeden Fall müssen meine Würmer schön verteilt sitzen. Das würde ich schon mal sehr stark begrüßen. So, ich muss mal gucken, wie steuert man hier denn nochmal. Warte mal, das war Schießen, hier war Springen. Ich habe das echt schon länger nicht mehr gespielt. So, einen setze ich mal da unten hin. Mal gucken, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Ich wage es ja ein bisschen zu bezweifeln, aber mal sehen. Ah, der Gelbe, der möchte so ein bisschen mehr in der Oberfläche bleiben. Ey, da wollte ich mich jetzt hinsetzen. Du mieses kleines Stück, genau da. Genau da wollte ich mich jetzt hinsetzen. Okay. Dann setze ich meinen letzten Wurm dahin. So, es kann losgehen. Na komm, ist der Fall runter. Na, ja, die bleibt da liegen. So, mal ein bisschen rauszoomen. Mal gucken. Jeffrey Jefferson, Fennec Fuchser. Aber phänomenal. Ja, dann ist unten links der neueste Wurm von mir. Und den Namen werdet ihr gleich sehen. Erstmal gucken, was der läuft. Ja, genau. Wieso springt der hinterher? Ist der doof? Okay. Von mir aus. Ja, guck, ich zeige euch mal den Namen. Der gute Olivenheinz. Ja, guck mal einer an. Ich bin mal gespannt, wie der sich schlägt. Den Magiewurm, den muss ich leider rausschmeißen wegen enormer Inkompetenz. Jo, 1A eingelocht. 1A eingelocht. So, und den guten da. Das dürfte jetzt nicht wirklich schwer sein, ihn hier wegzufördern. Ich würde mal sagen, scheiße, der Baseballschläger, der geht noch nicht. Das ist natürlich scheiße. Boah, reicht das? Warte. Das muss reichen. Und es reicht, jawohl. Tja, ich würde mal sagen, first kill. Ja, Blauer, das sieht natürlich echt nicht so sonderlich gut aus für dich, aber... Tja, was stellt sich auch da unten bei mir hin, ne? Ganz ehrlich. So, ich muss, glaube ich, ein bisschen näher ranzoomen, damit man die Namen sieht. Ah, ja. Wow. Da hat sie den Grün aber ganz schön erwischt. Wer hat da eben den Kill gemacht? Der Pfennigfuchs sei ja wer auch sonst. Wer wäre sonst in Frage gekommen, diesen unfassbar epischen Kill zu machen, wenn nicht der Fennec-Fuchser. So, wo schießt der denn jetzt hin? Will er den da runterholen? Ne, er möchte ihn einfach nur anschießen.
Mir geht's ja bisher noch ganz gut. Wobei, Jeffrey Jefferson, der steht da ein bisschen ungünstig in diesem ganzen Pulk da drin. Ich glaube, der Grüne wird sich nicht nehmen lassen. Ja, ouch. Das tat weh. So, wieso kann ich nicht mit WASD steuern? Das finde ich shitty. So, na. Erstmal die Mützen hier holen. So, was mache ich denn hier mal am besten? Da werde ich einfach mal eine Granate reinkullern lassen da unten. Mal gucken. Ja, da ist die gut. Bam. Boah, hätte ich ihn sogar fast gekillt. Hätte ich den Gelben fast weggemacht, aber leider nur fast. Wieso springt der hinterher? Ist der doof? Boah, es läuft ganz gut. Ich glaube, ich muss echt mal die Schwierigkeit noch höher stellen. So, Cowboy, gib mal ein Gas. Oh oh. Oh oh, wird das ein Baseballschläger? Das wird... Was macht der denn jetzt? Wieso denn dahin? Run... Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Der hat ihn auf die Kiste geschlagen, sodass die Kiste mit denen runterfällt und man... Ja, das war richtig gut. Jeffrey Jefferson spielt während des mit einem Football. Ihm ist anscheinend ein bisschen langweilig. Tja, Bruder, was machst du jetzt? Was tust du jetzt? Oh, fuck. Oh, fuck. Boah. Das tat weh, aber Jeffrey Jefferson lebt noch. Oh, jetzt ist er. Jetzt ist da dran, der Olivenhainz. So, mal gucken. Kann ich hier irgendetwas Sinnvolles mit dem machen? Schon irgendetwas Gutes freigeschaltet. Lenkrakete braucht noch einen Zug. Ha. Wurmauswahl. Könnte hier mal so ein Ding hinlegen. So. Ich leg mal hier so einen schönen Magneten hin, der lenkt die Schüsse so ein bisschen von mir ab. Dann ist der Olivenhainz unten schon mal so ein bisschen safe. Ich weiß ja nicht, wie viele Runden das Ding hält, aber es wird schon ein bisschen halten. Was wird das denn jetzt? Aua! Oh, der hätte den Grünen fast gekillt. Oh nee, oh bitte nicht. Ich glaube, das war's für Jeffrey Jefferson. Ja, das war's. Oh, das ist ein Durchgang. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass da jetzt ein Durchgang ist. Ah, das ist Jeffrey Jefferson, das ist mal als erstes rausgehauen worden, aber ja gut. Passiert. Alle haben noch drei Würmer. Oder auch nicht. So, was machen wir mit ihm denn mal hier? Boah, warte mal. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Ich bin gerade überlegen. Wenn ich den so ein bisschen geschickt anschieße, ne? Ob der vielleicht runterfallen könnte, ich versuch's einfach mal. Na? Na, okay. Holen wir ihn mal ein bisschen von seinem hohen Ross runter. Boah, so hat gar nicht wenig Damage gemacht. Der arme, arme Gelbe.
Beim blauen sah es auch schon mal besser aus. Was hat der jetzt gemacht? What? What? Der will sich die Kiste holen? Na, mein Lieber, so aber nicht. Das war ein Fehler, mein Lieber. Das war ein Fehler. Dich schlag ich da runter. Du wirst da nicht lange stehen bleiben. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ist mein Magnet eigentlich aufgebraucht? Blub, blub, blub. Oh, noch eine Kiste. Sehr schön. Oh, nee. Oh, nee, bitte nicht. Komm, der Blaue, der steht da so schön. Das macht der echt. Hui. Und wie die alle einen Abgang machen. Sehr schön. So. Freundchen. Was hättest du gern? Du hättest dich hier nicht hinstellen sollen. Das war ein Fehler. Mach einen Abgang. Der hat doch wohl echt nicht gedacht, dass ich mir das jetzt... Oh nein. Oh oh. Okay. Warum auch nicht? Es sieht gut aus. Der grüne... Ach hier, Bolt. Bolt ist das. Bolt ist das, der noch so extrem viele Lebenspunkte hat. Oh, die Granate sitzt schön. Ist das ein Double Kill? Das ist ein Double Kill. Boah, hat der erstmal ein Double Kill hingelegt. Und damit ist der Blaue raus. Als erster. Tja, guck mal an. Oh nein, es ist Bolt auch noch dran. Der letzte Grüne. Na, mal gucken, was der macht. Holt er sich die Kiste oder versucht er die Kisten für einen Explosionsradius zu benutzen? Arschloch. Da würde ich aber nicht stehen bleiben, mein Lieber. Das tat weh. Ich weiß nur, wie weh. Boah, 64. Aber er 91. Ja, weil er in die Kiste gekommen ist. Das war jetzt nicht so mega schlau, mein Lieber. So, der Olivenweiß ist dran. So, gucken wir doch mal. Luftangriff. Ja, scheiße, der steht da natürlich. Ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Ich mache nochmal einen Magneten. Mit dem Luftangriff wäre ich da nicht wirklich safe hingekommen. Ich warte. So, er teleportiert sich da weg. Oh, 2 gegen 1 oder was soll das hier werden? Junge, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich so auf keinen Fall zu. Das ist Bolt ja wieder dran. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, das war's mit Phänomene. Wie viel Dynam... Ach, er möchte sich heilen. Okay. Ja, Junge, das war dein Todesurteil. Da schließt du auf den Präsentierteller, mein Lieber. Das war dein Todesurteil. Dich mache ich auf jeden Fall weg. Oh, nett. Heilung. Nehme ich gerne mit. So, mein Lieber. Du machst da oben jetzt erstmal einen Abgang. Tschüssi, Kowski. Ich hoffe, das reicht. Ja, das dürfte eigentlich gereicht haben. Und Nummer 2 ist raus. So, Finale. Ich gegen den Gelben. Alter, 4 Kisten liegen da. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt ist er, der Phoenix-Fuchs ist natürlich jetzt leicht in der Bredouille. Oha. Ah, kriegen sie den da raus? Kriegen sie den da raus? Ja, so kriegen sie ihn nicht da raus. Wieso springt der?
Alter! Der Fennigfuchser, der ist jetzt dran. So. Scheiße, ich komme nicht hoch. Warte mal. Komm, und. Gut. So. So, Flammenfaust. Die ich mal als erstes weg, mein Lieber. Ja, warte. Das müsste reichen und es reicht. Nein! Ich wollte noch darunter. So, 3 gegen 1. Joker, dann hau mal einen raus. Ich habe es blöderweise, den Fennigfuchser da ziemlich auf dem Präsentierteller stehen gelassen. Aber das dürfte überleben. So, ich habe natürlich so spezialhaft wie ich bin immer noch nicht nachgeguckt, wie man diesen Wurmwechsel da gut benutzt, aber das ist total egal. Ich werde mir jetzt erstmal diese Kiste hier holen. Oh, lieben Heinz, mach dich auf den Weg. Clusterbombe, okay. Fennigfuchser, du hast dich würdig geschlagen. Eigentlich hätte ich jetzt einfach zum Fennigfuchser wechseln können und das wäre es gewesen, aber ich kriege ja diesen verfickten Wurmwechsel. Hui. Aber ganz ehrlich, der Typ dort ist eh tot. So, kriege ich den da unten eigentlich irgendwie... Wie komme ich denn da überhaupt gescheit hin? Das ist natürlich eine Frage. Wie mache ich denn das? Was ist das hier eigentlich? Ist das so ein Schutzschild? Okay, ich bunker mich hier mal ein bisschen ein. Mal gucken, was er macht. Viel kann er eigentlich nicht machen. Ich hoffe, dass er da unten rauskommt. 2 gegen 1, das dürfte ich schaffen. Ich muss nur einmal irgendwie treffen. Das ist dumm, mein Lieber. Das war eine extreme Verschwendung, weil das Schutzschild beschützte mich. Tja, das war extrem dumm. Was haben wir hier noch? Eine Benzinbombe. Kamikaze, hier. Ja, komm ich noch hoch, oder? Eine Clusterbombe. So, die Frage ist, habe ich noch irgendwas, um mich zu schützen? Ich muss mich irgendwie hier wegporten. Ah, scheiße, ich glaube, das war nicht so schlau. Ah, doch, das war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Der Olivenhals, der wird es nämlich machen. So, Joker. Entweder du machst den Olivenhals weg oder das war's für dich. Ja, du musst jetzt töten, sonst war es das. Du mieses kleines Arschloch. Mieses kleines Arschloch. Okay, steuert man damit nochmal. Alter! Lol. Nein! Au! Das war ein kleiner Fail, aber okay, ungefähr da wollte ich hin. Ich wollte zwar eigentlich noch eine Granate da runterwerfen, aber okay. So, mein Lieber, jetzt bist du fertig, ey. Was war das denn? Was war das denn? Ist der behindert? Hat er sich gerade selbst mit einer Brandbombe gekillt? Ja, er hat Selbstmord begangen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Battle. Und ich glaube, den nächsten Battle, den werde ich online bestreiten gegen andere Spieler. Mal gucken, wie die so drauf sind. Bis dann. Ciao.